Kalifornien will die Erderwärmung stoppen? Ja, die haben gut reden bei 40 Grad im Schatten. Mein lieber Herr Gesangsverein, der US-Bundesstaat Kalifornien hat die 6 größten Automobilkonzerne der Welt verklagt. Und nicht etwa wegen suchtgefährdender Stoffe wie Gaspedal oder Zwölfzylinder, sondern auf Schadensersatz wegen der Treibhausgase. Kalifornien hatte schon 2002 als erster US-Bundesstaat überhaupt Gesetze verabschiedet, die den Schadstoffausstoß von Autos begrenzen sollten. Wie zum Beispiel ein rigoroses Fahrverbot in öffentlichen Gebäuden. Ja, und es kommt ja immer alles nach ein paar Jahren aus den USA auch zu uns rüber. Schwarzenegger jetzt hoffentlich mal ausgenommen. Jedenfalls wird Autofahren mit Sicherheit noch teurer werden. Also verkaufen Sie Ihr Auto lieber. Oder noch besser, machen Sie was anderes draus. Zum Beispiel ein Bett, wie das Recycle-Bett Galoppi Galoppi. Das steht nämlich auf 4 Autostoßdämpfern. Und auch wenn was anderes in der Betriebsanleitung steht, die sollten Sie dann auf keinen Fall schonen. Garantiert nichts zu tun haben werden die Stoßdämpfer allerdings dann, wenn Sie mal wieder den Hochzeitstag vergessen. Deswegen besorgen Sie sich lieber gleich den Remember Ring, den Ehering mit eingebautem Heizelement. Der erinnert Sie an den Gedenktag, in dem er sich 24 Stunden vor dem Ereignis auf 50 Grad Celsius erhitzt. Okay, das ist unangenehm, aber natürlich nicht gefährlich. Jedenfalls nicht so gefährlich, wie den Tag zu vergessen. Falls das aber schon passiert ist, bleibt Ihnen nur eins. Wiedergutmachung, indem Sie zum Beispiel Ihrer Frau auch aus Ihrem Wagen was Schönes basteln. Wie der Künstler Ptolemy Arrington. Tipp von Wolfgang. Der bastelt nämlich aus biederen Einkaufswagen eindrucksvolle Skulpturen, die man leider nur nicht mehr so schön zusammenschieben kann. Ja, und wenn Ihnen sowas zu schwierig ist, dann kaufen Sie ihm doch einfach eine ab. Ich meine, mehr als 1 Euro kann es ja nicht kosten. Also danach wird Ihnen Ihre Frau bestimmt wieder verzeihen und Sie verbringen garantiert den ganzen Tag im Bett. Ja, und wenn Sie doch mal kurz raus müssen, zum Beispiel um dem Trucker aus dem 2. Stock ein paar Stoßdämpfer abzukaufen, dann ziehen Sie aber bitte vorher was an. Da reicht ja ein Pyjama, so wie in Shanghai. Dort gibt es nämlich viele Chinesen, die völlig ungeniert im Pyjama durch die Straßen laufen. Nach einer Theorie wollen die Schlafanzugträger damit zeigen, dass sie eine Wohnung unmittelbar im Stadtzentrum haben. Und dann kann man sich Klamotten eben nicht mehr leisten. Ach, bevor Sie jetzt aber wieder zurückgehen, sind Sie eigentlich ganz sicher, dass Ihre Frau die richtige für Sie ist? Also ich meine jetzt nicht charakterlich, ich meine mehr so verwandtschaftlich. Nicht, dass es Ihnen da nachher geht wie diesem Ödipus. Dem eines Tages klar wurde, dass seine Frau schon von einem anderen Mann ein Kind hat. Nämlich ihn. Ja, und das ganze Drama sehen Sie in diesem Animationsfilm. In dem Ödipus-Frau zum Beispiel von einer Tomate gespielt wird. Beziehungsweise von Ketchup. Ja, vielleicht gucken Sie sich besser nochmal ganz genau die Fotos Ihrer Verwandten und Vorfahren an. Nein, nein, nicht im Fotoalbum, im Internet. Bei Jill Greenberg. Die hat nämlich diese großartigen Affenporträts gemacht. Und all die verschiedenen unglaublichen Gesichtsausdrücke und Typen erinnern einen fast immer an Personen, die man im wirklichen Leben kennt. Ja, aber für irgendwelche Witze ist das alles einfach viel zu schön. Denken Sie sich einfach den, den er gerade gehört hat. Ja, ja, ich weiß, das waren nicht Ihre Vorfahren. Ihre Vorfahren waren nicht so locker drauf. Die haben ja noch gedacht, wenn man Rock'n'Roll rückwärts abspielt, hört man satanische Botschaften. Und diesem Gerücht ist Jeff Milner mal nachgegangen und hat ein paar Songs auf links gedreht. Danke, Florian, für den Tipp. Britney Spears zum Beispiel singt in ihrem ersten Hit rückwärts abgespielt angeblich Sleep With Me, I'm Not Too Young. Und wenn Sie das auch hören, wird's wirklich Zeit für eine Freundin. Also das mit den satanischen Botschaften ist natürlich Quatsch. Und das glaubt heute ja auch keiner mehr. Nicht mal die alten Leute. Die sind doch heute viel fortschrittlicher. Gerade was Internet angeht. Da stecken die doch viel tiefer in der Materie drin, als man denkt. Und jetzt für alt und jung unsere Spieletipps. Den Generationenkonflikt kann man doch auch spielerisch austragen. Viel Spaß. Das war Ehrensenf, ich bin Katrin, tschüss. Soll ich mal unsere Modem-Zuschauer grüßen? Ach, bis hierhin kommen die gar nicht.